Oh, da ich die letzten 8 Folgen oder 7 Folgen sowieso schon anmoderiert habe, werde ich jetzt hier auch anmoderieren. Wir sind wieder bei Anno 5 oder Anno 2070. Warnung. Hä? Produktion gestoppt. Oder Ach aka so. Vorstufe zu Anno 2205. Vorstufe zu unserer absoluten Vernichtung. Ach, wir sind wieder in 20-Minuten-Folgen, weil wir sind. Wir können wieder was machen. Ja, und Hell's Kitchen sieht wunderbar aus. Hell's Kitchen? Ja, so heißt unsere Hauptinsel. Gut zu wissen. Ich habe sie Hell's Kitchen genannt. Zum Glück ist das nicht kitschig. Du kannst Englisch, du weißt, was es heißt. Nein, was denn? Bitte übersetze es für mich. Das wird sich in Deutsch und doof anhören. Was denn, die Höllenküche. Höllenküche? Geht doch. Die Höllenküche. Hab ich schon Schlimmeres gehört. Gut. Ach, komm, ich baue mir jetzt einfach ein Schiff. Schon in Oh, du machst es Arbeit. schon. War schneller. Ah, So, wie scheint sieht's schon. mit Plastik aus? Lifestyle? Voll. Sehr schön. Das gefällt mir. Und Nahrung können wir dann jetzt auch gleich anfangen. Hoffentlich. Ist zumindest in Planung. Das nächste Schiff ist auf dem Weg nach da oben schon wieder. Die Schiffe heißen, ey, ist ja schrecklich. Guck dir die Namen mal an von den Schiffen. Ja, Talanta geht ja noch. Ich meine das andere vor allem. Andere heißt Ja. Porkubine? Porkupin. Geiler Name, oder? Porkupin, das hört sich an wie so ein Gift oder so. Ah, es hört sich an wie ein Pokémon, hätte ich jetzt gesagt, aber gut. Porkupin. Los, fahr schneller, du Schiff. Ich möchte hier drüben endlich anfangen zu bauen. Und Beton habe ich immer noch nicht. Das ist ja das, was ich als erstes brauche. Und dann Gewürze und Fleisch und überhaupt und. Ah! Oder Pork. Vor allem Pork ist doch. Schweinefleisch. Ah, und Opine sind, Opiate? Nein, fast. Opine. Opine. Da unten, komme ich da schon dran? Kann ich da bauen? Geht das? Keine Geht Ahnung, das? was Opine Nein, geht sind. nicht. Registriere neues Ja, Fahrzeug. und wie heißt sie? Ach, die Karabuchan ist wieder da. Wir haben sie vermisst. Die hat nur Registriere keine Waffen mehr. Energieknappheit. Irgendwie. Ja, nächstes Problem. Jetzt habe ich hier ja auch Energieknappheit. So eine Scheiße. Ich brauche meine Kohle hier doch. Und Will ein jetzt unbedingt Kohlekraftwerk. hier dieses eine riesige Fleckchen, erkunden. Dieses eine riesige Fleckchen? Das ist Ja, da ist irgendwie ein bestimmt noch. Widerspruch. Das einige. Ja. Ist jetzt riesig oder ist es ein Fleckchen? Es ist für die Karte ein Fleckchen, es ist aber schon so groß, dass ich da vielleicht eine Insel drin verstecken kann. Dann hau rein. So, mal Kraftwerk ist gucken. in Arbeit. Ja. In dieser Folge wird der Bevölkerungsschutz von Torstrittberg Ob das ablaufen. ein Problem wird, wissen wir noch nicht. Eigentlich sollte es das nicht sein, aber wir werden es merken. Und in der nächsten Folge wird, ja, der Registriere Bevölkerungsschutz Energieknappheit. von Keto ablaufen und der Waffenstillstand von Thor. Ja, super. Also die Zeichen stehen für die Zukunft sehr, sehr gut. Die Zeichen stehen dafür, dass wir für Thor ein bisschen Geld sparen sollten für den nächsten Waffenstillstand. Oh ja, auf jeden Fall. Aber erstmal müssen wir unsere Bevölkerung ein bisschen pushen, solange wir die Gelegenheit dafür noch haben. Keto geht ja nicht, ja? Da werden wir erst in die zweite Fa müssen wir dann in die zweite Phase gehen. Ja, das wird noch lustig. Oh, das Das wird heißt ja so wieder ein Inseln schönes. abreißen und so. Das wird so ein schöner Spaß. Das wird spaßig, oh ja. Ein wunderschöner Spaß. Zumindest mal eine Werkze oder zwei Werkzeugschmieden weiterlaufen lassen. Noch haben wir ja ein bisschen Reserveeisen. Ach Aber nicht Gott, mehr ist die viel. Karabutschan langsam. Der Karabu. So, brauchen wir sonst noch was? Eigentlich im Moment nicht. Erstmal wieder darüber. Kohle Ihre darüber liefern. Unzuverlässigkeit Minus 3 irritiert Einfluss. mich Warum? noch. Weil wir keinen Friedensvertrag Nehmt ihr mit Scheitern zur Kenntnis? Ja, ich hab's auch Thor haben. gelesen. Das wird. Kohlestatus hier ist noch ganz gut. Kraftwerk läuft. Wir können. Energieüberschuss vom Feinsten. Moment. Ich glaube, mit Vadim Sukow kann man Aktienhandel machen, mit Thor Strindberg kann man Aktienhandel Ökobilanz. machen und mit Werte Hector kann man fallen. Aktienhandel machen. Tja. Das An die kann. Arbeit. Das. Ja. Ach, ich bin ein viel zu netter Kerl. Sagt mein Er Bruder, ist ein Kopf viel zu auf netter immer. Kerl? In welcher Welt lebt der denn? Da ihre diplomatische Immunität zugesichert wurde, verzichtet Hector diesmal auf eine Kriegserklärung. Cool. Weil wir ja Frieden mit ihm haben. Ja. Für
Ja, 45 Minuten noch, also 2 Folgen. Oh, ich habe die Werkzeugproduktion hier mal noch ein bisschen ausgeweitet, weil die werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Ich weiß nicht, wie weit ich das hier noch pushen kann. Mal gucken. Erz ist im Moment keins da. Kohle fällt logischerweise. Ja. Da oben ist mein Schiff. Wenn wir so weitermachen, werden wir auch Sukkuf irgendwann am Arsch haben, ey. Ey, spätestens wenn wir die nächste Insel besiedeln, gibt's wieder Minus. Ah, dann wird's wieder Tor meckern. Beide. Da werden beide anfangen zu meckern. Das ist dann immer so abwechselnd. Die sprechen sich da ab, wer dann meckert und wer nicht. Apropos, wir müssen auch noch Jana Rodriguez finden. Das ist, glaube ich, gerade noch so mit das Unwichtigste, dass wir die finden müssen. Ah, ich kann in den Hafen von Hector einfahren. Dann haben wir ihn auch gefunden. Ja, bitte, nee. Obwohl, jetzt ist es eh egal. Ja, wir sind so Frieden. Frieden. Bedenke aber bitte, dass wir aufgefressen werden, wenn wir uns da aufhalten. Wenn wir uns... Da ist Keto in der Nähe. Wenn wir uns... Ah, guck mal, wen wir hier haben. Wusstest du doch, dass hier irgendwas ist. Willkommen bei der Eden Initiative. Bist du denn? Ich bin Jana. Ich sehe dein Schiff gerade gar nicht. Wo ist denn das die Arie? Jana. Ja, wo? Kartenposition. Da ist auch noch eine Insel. Wusste ich doch. Da hier versteckt sich was. Ach, da bist du. Ja, das ist doch keine Insel. Das ist eine super Insel, Teraki. Da bauen wir ein Atomkraftwerk drauf. Komm. Da bauen wir unser Kriegshafen rein. Ich habe hier schon einen guten Hafen. Unten da, wo die Werkzeugproduktion ist. Da könnte man vielleicht ganz gut Wehrtürme draufsetzen. Solche Dinger kann man wirklich gut für so ein Fort benutzen. Echt jetzt? Baut man sich einen Hafen dahin? Ein paar Mauern drumherum? Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Das wäre echt ein guter Platz für eine Verteidigungs... Da ist noch eine Insel. Oder neue Insel geortet. Was haben wir hier? Kein Eisen und keine Kohle. War klar, oder? Aber dafür Sand und Gold. Ich habe jetzt auch gerade Sand hier im Abbau. Ich fange jetzt an, Beton herzustellen. Läuft. Boah, ist die klein. Alter, dieses Spiel, ne? Boah, ich weiß nicht, wie wir das machen. Boah. Du hast diese Herausforderung haben wollen. Jetzt lebt damit. Ja, das wird echt eine Herausforderung, weil die Inseln sind alle so mickrig klein. Kaum. Und die Rohstoffe so sehr, sehr, sehr sparsam. Genau, und wir müssen, glaube ich, lernen, unsere Produktion nicht so dermaßen aufzubauen. Ja, so groß sparsamer arbeiten. Das habe ich ja jetzt schon mit der Plastikproduktion hier oben. Guck dir das an. Also es ist eine leichte Überproduktion, aber nicht viel. Das muss so in der Waage sein, so gerade eben. Immer. Wir müssen die Leif-Jorgensen-Taktik nehmen. Das funktioniert nicht. Du weißt doch, wenn du eine Insel von einem Bot übernimmst, dass das nicht funktioniert. Die weltberühmte Leif-Jorgensen-Taktik. Die steht durchschnorren und für alle, die Geldautomaten machen? Die steht sogar im Lexikon. Gott. Boah, das wäre cool. Leif-Jorgensen-Taktik. Im Lexikon. Nicht, cool. Ey. Ah, Schiff ist angekommen. Ach du, bleib bitte da. Er hat sauren Regen hier unten. Ja und? Das ist mein Problem. Wie lang zeigt der denn da? Minus 550. Ich guck hier gerade. Ich scroll hier so über die Weltkarte. Sehe dann hier nur irgendwelche Nebel. Echt jetzt, ist voll grau die Insel. So, ich würde ja hier gerne weitermachen, aber ich habe noch keinen Beton. Das ist gerade ein leichtes Problem. Garabujan. Schiff fährt jetzt auch gerade weg, das ist natürlich blöd. Beton einkaufen, das bringt nichts. Bis das Schiff das nächste Mal kommt, ist das eh erledigt. Ja, Blöd. Schiffe, fahrt schneller. Vernichten Sie die Anaconda, das Schlachtschiff von Keto. Diesen Kampf wird nur einer von uns beiden überleben. Ja, wir werden diesen Kampf überleben. Die Frage ist nur, wie lange wir dafür brauchen. Wir werden alle überleben, egal wie viele Folgen wir brauchen. Ja, dass wir das irgendwie hinkriegen, glaube ich schon. Aber wie lange das wirklich dauert, ist mir gerade ein Rätsel. Und wir werden diesmal auf jeden Fall die 100 Folgen knacken. Hatten wir doch auch so. Geknackt haben wir sie nicht. Wir hatten 99 plus. Wir hatten 100 Folgen. Den Teaser. Wir hatten 100 Folgen. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. 99 Folgen plus Teaser, das sind 100. Ja, 100 Stück, aber nicht mehr. Ja. Ein wichtiges Termin. Okay, dann gehe ich nochmal einmal Werkzeug holen und Kohle nach hier unten liefern. Es ist echt scheiße, wenn man keine Kohle auf einer Insel hat. Hä?
glaube, ich sehe schon Geister. Geister! Weißbrot. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich im Augenwinkel irgendwas Weißes gesehen habe. Hä? Aber meine Tür ist zu, also kann es nicht die Katze gewesen sein. Es war die Katze. Nein, meine Tür ist zu. Es war trotzdem die Katze. Sie ist durchs Fenster eingestiegen. Durchs Fenster? Das würde ich dem Tierchen zutrauen. Boah, oh ja, das war ja sogar schon fast so. Ist, ist bei meiner Schwester oben am Zimmer auf dem Balkon, auf der Terrasse, Fensterbank. Fensterbank. Hast du es jetzt? Ja, Fensterbank rumgeturnt. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Und wollte dann eine Fliege, Schmetterling, irgendwas fangen, was über diese Fensterbank hinausging. Und sie ist dann den Schacht runtergefallen. Und voller Panik hat sie versucht, sich durch mein halb geöffnetes Fenster hochzuziehen und sich da irgendwie und damit wahrscheinlich noch halb selbst erhängt. Ja, und ich hatte echt die Probleme, sie da rauszudrücken wieder, weil die hat sich da echt festgehakt am Knie und an der Wand und so. Um dann die Tür aufzumachen. Nee, erstmal die Tür, was das Fenster aufzumachen, um sie dann wieder reinzulassen. Panik, Panik! Oh, die hatte echt Panik und ihr Herz danach, ne? Sie ist fast erstickt. Das waren mindestens 300 Schläge die Sekunde, ey. Ja, jetzt übertreibt aber noch wer. Minute. Schon besser. Aber, hallo, das war Panik, echt. 99% habe ich nur Effizienz, das tut mir ja schon fast leid. Was können wir denn Schönes beim Hector kaufen? Nichts. Wir können ein Kriegsschiff bei ihm kaufen und zwei Handelsschiffe. Eines davon ist wahrscheinlich unser. Hector hat auf was? Dieser Insel. Sie sind auf Hector gestoßen, okay. Wir können ein Verschnellerungs-Item kaufen. Und wir können uns eine Selbstmordbombe kaufen. Bitte nicht die Suizidbomben. Oh, wir hatten keine Kohle mehr. Verbesserte Angriffsreichweite. Cool. Kann es sein, dass es gerade regnet? Das hört sich so an. Bei mir hier. Ja, es regnet. Und zwar nicht zu knapp. Ich sollte mal eben das Fenster zumachen. Besser ist das. Huch, hast du gerade mein Schiff bewegt oder war ich das so aus dem Augenwinkel? Wir beide sehen, glaube ich, Geister. Nein, ich habe eindeutig gesehen, dass sich der Cursor bewegt. Also dieser blaue Pfeil, wenn du irgendwo ein Schiff hinschickst, das habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob du das warst oder ich. Ich habe die Karabujan irgendwo hingeschickt. Zu mir? Am Hafen. Vielleicht hast du. Wobei, wieso solltest du das sehen? Du hast die Karabucha noch nicht ausgewählt, oder? Nein, aber was weiß ich. Wie markiert man eigentlich Sachen auf der Map? Ping, also geht Ping. Nicht mehr, keine Ahnung. Funktioniert jetzt zumindest nicht. Kann sein, dass man das irgendwie einstellen muss. Ich weiß es nicht mehr. Ewig her, dass ich das letzte Mal benutzt habe. Das war bei 14.04 war das ein Rechtsklick, aber hier geht es anscheinend nicht. Linksklick ist ja in der Karte rumscrollen. Ja. Und Rechtsklick war ja dann immer der Ping, aber... Einmal hoch zur Hauptinsel, das andere Schiff bitte hinterher. Boah, ich pimmel ja die letzten Folgen nur hier rum, ne? Ja. Ich würde gern, die Techs irgendwie haben und ausbauen. Dann tu das doch, was hindert dich daran? Wir haben die Techs nicht. Ja, dann sorg dafür, dass wir sie kriegen. Machst du das schon? Ja, darf ich ja alles alleine machen? Klar. Die Arbeit, du faules Stück. Du bist mein Praktikant hier. Gib dir gleich Praktikant, ich schmeiß hin. Was machst du dann, hä? Ja, dann versage ich, weil Thor wieder Atomraketen auf mich schießt. Hurra, die Welt geht unter. Vorbei ist auch daneben. Ich hocke in meinen Atomschutzbunker, hurra, die Welt geht unter. Hörst du bitte auf, Liedtexte zu zitieren? Du weißt, wie die GEMA darauf reagiert. Ich hab's nicht gesungen. Das ist egal. Ich hab's nicht gesungen. Außerdem, da kannst du doch auch ein Lied zu singen, wo wir gerade dabei sind. So perfekte Überleitung und so. Was sagst du denn zu dem tollen Content-ID-System auf YouTube?
allgemein gesprochen und auf deine Videos bezogen. Die reinste Abzocke. Es gibt tatsächlich welche, die nur claimen, damit sie dein Video für einen Monat, bei der Claim-Bereich für einen Monat, monetarisieren können, damit sie das Geld einstreichen können. Richtig. Das heißt, sie monetarisieren es eigentlich nicht wirklich, aber sobald man einen Content-ID-Claim legt oder legen lässt oder wie auch immer, kann man sofort mit dem Claim das Video monetarisieren. Und selbst wenn derjenige sich berechtigt oder wie auch immer dagegen wehrt, den das ja halt betrifft, behält man, solange wie man das dann halt nicht sofort anerkennt, einen Monat, also die komplette Widerspruchsfrist, die es da gibt, halt die Monetarisierung. Und damit verdient man dann Geld, obwohl man gar kein Anrecht auf dieses Video hat. Tja, ja. Ist und ganz toll. Bei mir war das mal, ich weiß gar nicht mehr, irgendein GTA-Let's Play war das. Genau. Das, wo du die Musik vergessen hattest auszumachen? Nee, das war generell irgendetwas. Oder? Nee, das war nicht GTA. Irgendein Let's Play, wo der Entwickler bzw. Publisher nicht möchte, dass man monetarisiert. Ach so, das, ja, du erzähltest das, ja. Ja, und da habe ich dann einen Claim gekriegt von besagten... Du darfst Person. Den Namen ruhig erwähnen. Ja, Merlin Idol oder so, ne? Ja. Yeah. Und hab dann auch die Nachricht gekriegt, dass es von der dritten Person monetarisiert wurde. Boah, ich hab dann geschrieben... Man kann da ja ein Statement zu abgeben, sich dann halt in kurz einmal dazu äußern, warum man... Ups. Herzlichen Glückwunsch, mein Spiel hat sich gerade minimiert und wieder maximiert. Ich hoffe mal, es läuft und ich habe jetzt ein lustiges Hintergrundgeräusch, bitte ignorieren. Auf jeden Fall kann man sich dann kurz dazu äußern, ob man diesen Claim jetzt für warum man diesen Claim für unangemessen hält, warum man meint, dass man die Rechte hat, und da hattest du dann halt was reingeschrieben, ja? Das war? Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Text, aber es war sinngemäß so, dass ich mehr oder weniger die Rechte habe, Bild und Ton zu benutzen von Rockstar ID-Content, solange man nicht monetarisiert. Dann war meine Frage, wer bricht denn jetzt hier die Regeln? Ein Song, okay, war jetzt nicht Rockstar, war jetzt glaube ich auch nicht Rockstar, aber egal. Wer bricht hier die Regeln, wenn man das Lied, was den Entwickler gehört, wo der sagt, dass er es nicht monetarisiert sehen möchte. Und dann monetarisiert. Wer bricht da die Regeln? Ich oder sie? Und dann war innerhalb von 10 Minuten oder so der Claim weg. Ja, das ist dann mal schön, dass das dann mal funktioniert. Aber ich hatte es auch schon, ich glaube, das war Rockstar Gaming sogar. Da gibt es eine Genehmigung, eine Videorichtlinie, wenn ich sie noch richtig im Kopf habe. Bitte nicht drauf festnageln, ich meine, es war so, dass man diese Inhalte sogar monetarisieren durfte. Ich meine, es war Rockstar, ich bin mir nicht ganz sicher. Allerdings, man sollte halt den Soundtrack und das Videomaterial nicht voneinander trennen, also nicht separat hochladen. Das ist Ubisoft. Das war Ubi? Auch gut. Ja. Auf jeden Fall ging es darum, dass man den kompletten Content inklusive Hintergrundmusik, Soundtracks, alles verwenden darf, auch die Trailer, sofern das Ganze nicht aus dem Zusammenhang gerissen, nur im Kontext hochgeladen wird. Das hatte ich auch getan. Es war nur ein Trailer, der war noch nicht mal published, der war nur auf privat auf meinem Account. Ich hatte einen Content-ID-Strike drauf, wollte das Ganze dann halt klären, habe die Lizenz auf einem Filehost hochgeladen, habe sie eingereicht, zusammen mit meiner Erklärung dazu. Das Ganze wurde zurückgewiesen und man sagte mir weiterhin, ich könnte jetzt rechtliche Schritte dagegen einleiten, aka ich könnte mich einen Einspruch gegen die Ablehnung einreichen. Mit der Gefahr, dass mein Account gesperrt wird, sollte dieser zurückgewiesen werden. Und zurückgewiesen heißt ja nur, dass beide Parteien, in dem Fall ich und derjenige, der geclaimt hat, bereit wären, da ein Copyright-Verfahren draus zu machen. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich das Recht nicht habe. Und trotzdem würde ich dafür einen Strike kriegen. Aber das ist ja das Riesenproblem. Obwohl ich die Genehmigung hatte. Nur für einen Strike können sie dir nicht, also wird YouTube dir nicht... Nein, erst beim dritten. Beim dritten, genau. Erst beim dritten und nach... Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, werden sie dann auch alle wieder gelöscht, die Strikes, die du hast. Also kannst du wieder Müll bauen. Gut zu wissen. Wir haben gerade 10% Ruf verloren. Ja. Ist, schön. Da. Ja.
Weil er uns überlegen ist. Ja. Naja. Oh. Die Folge ist rum, ja, du hast recht. Das heißt, wir könnten jetzt hier ein bisschen cutten. Das heißt, ich gehe mal einmal hier rüber. Und zack, zack. Pause-Modus. So, ja. Ich habe hier zumindest jetzt mal einen Teil der gerade gebauten Produktion bei mir im Endscreen drin. Das heißt, unser Gewürz im Moment. Unsere Gewürzproduktion. Ich habe irgendwie Pause, ne? Ja. Aber trotzdem noch das Overlay. Ist bei Pause das Overlay nicht weg? Nein, das geht weg eigentlich normalerweise. Dann bist du gerade verbuggt. Okay, nochmal. Pause an. Pause. Jetzt. Ah, jetzt ist es weg. Okay. Siehste, funktioniert doch. So. Gut, ja. Herr, du hast, glaube ich, immer noch rumgeeidelt, wie sonst die ganzen Folgen schon gerade. Und ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen Produktion gebaut. Das heißt, du müsstest in der nächsten Folge theoretisch, wenn alles funktioniert, die Stadt weiter ausbauen können, weil dann sollten sie eigentlich aufsteigen. Eigentlich. Dann karre mal Bitumen dran. Ja, ist in Arbeit. Ich kann nicht mehr als produzieren. Vor allem Bitumen ist was anderes als Beton, also. Nein, ehrlich, das eine ist schwarz und klebrig und das andere ist in der Regel gräulich und fest. Naja. Naja, ich entschuldige mich halt auch dafür, dass ich mir hier nichts tue. Ich kann es ja gleich wieder. Ich bin halt, abgelenkt. Ein Opfer des Krieges? Naja, wie auch immer. Ja. In der nächsten Folge sollte das ein bisschen besser werden. Bitte nicht. Ja gut, in der nächsten Folge geht es dann hoffentlich ein bisschen produktiver weiter auf beide Seiten. Auf jeden Fall sind wir dann hier jetzt erstmal raus, bevor Teragi noch mehr Quatsch labert und wir sehen uns dann morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.